kann voll gut Klavier spielen. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. Ich habe Kinder erlebt, die genau so drauf sind. Die können ein paar Töne und machen damit was und sind total begeistert und haben das Gefühl, ich kann Klavier spielen. Auf der anderen Seite habe ich dann erwachsene Schüler, die sagen, ach, irgendwie kann ich gar nicht spielen. Irgendwie hört sich das alles so gleich an, was ich da mache und so langweilig. Nee, ich kann Klavier spielen, das klappt bei mir nicht. Ich krieg das einfach nicht hin. Merkst du, worauf ich hinaus will? Wir haben als Erwachsene oft so eine Leichtigkeit verlernt. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Fotografen für unsere Hochzeit und haben eine gute Freundin gefragt, die mega coole Fotos macht, auch richtig mit Bearbeiten und so. Die schicken jedes Jahr zu Weihnachten so Familienfotos, die immer richtig professionell und toll aussehen. Und wir haben gedacht, wow, super, wir haben so eine im Freundeskreis. Die können wir doch fragen, die soll jetzt nicht da den ganzen Tag rumrennen und Fotos machen, sondern die soll auch die Feier genießen. Aber mal so ein paar Porträtfotos und dann hier mal ein paar und dann ist auch gut, ja. Und dann haben wir die gefragt und dann hat sie gesagt, was, nein, für eine Hochzeit, das traue ich mir nicht zu. Und ich habe auch schon ganz lange nicht mehr richtig fotografiert und das muss ein Profi machen. Und das funktioniert einfach nicht und hat uns abgesagt, obwohl wir so begeistert von ihren Fotos sind. Dann haben wir jüngere Leute in der Familie, Nichte und so, ja, so in den 20ern. Und haben die gefragt, und ja, klar mache ich Fotos, kein Problem. Die machen auch ein paar Fotos, bestimmt lange nicht so gut wie unsere Freundin, aber sind einfach überzeugt davon, das kriege ich schon hin. Das ist so eine jugendliche Leichtigkeit. Manchmal kippt das auch so ein bisschen, ne? Also ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich dran denke, so mit 16, 18, 20, da war ich noch so ein bisschen so drauf, hey, die Welt ist doch super easy, ey, wenn ich Bundeskanzler wäre, wäre alles viel besser. So kompliziert, die machen das immer alles so kompliziert, so, ich habe doch die Welt kapiert. So sind junge Leute oft drauf und das ist eine Gefahr, aber es ist auch eine totale Chance. Und das Geniale ist, dass ja in uns auch das Jugendliche weiter drin ist. Ja, das Kind im Mann, davon spricht man ja immer, aber auch in der Frau ist es noch da. Ich kann es aus eigener Erfahrung bezeugen. Oder dieser jugendliche Übermut, der einen manchmal noch so packt und zu dem wir wieder hin zurück dürfen. Ja, wie schon Jesus in der Bibel sagt, werdet wie die Kinder, sonst könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr könnt nicht fröhlich euer Leben leben, wenn ihr immer nur in diesem Erwachsenen, ach, das kann ich alles nicht. Und nein, also mit meinem Klavierspielen, da wird gar nichts mehr draus, ja. Obwohl ihr schon viel mehr könnt als ein Kind, was sagt, oh, ich kann das super. Ich glaube, es ist auch was Deutsches. Das habe ich mit Amis schon öfter erlebt, ja. Where do you come from? Werde ich gefragt. Ich sage, from Germany. Ah, Germany, I speak German. Wie geht's? Und das ist dann alles, aber sie meinen, sie können Deutsch sprechen, ja. Und wir Deutschen sagen, oh nein, ich kann kein Englisch. Nee, ich hatte Englisch nur als Grundkurs im Abi. Ich hatte da nur in der Prüfung dann nur eine 2. Ich kann kein Englisch. Also wo man denkt, hallo, vielleicht fehlt dir hier und da meine Vokabel, aber natürlich kannst du Englisch. Und ich will dich heute ermutigen, wirklich diesen jugendlichen Übermut in dir wieder zu finden, ja. Einfach mal wieder dahin zu kommen, zu sagen, ja, ich kann das. Ich habe Finger, ich habe ein Instrument oder was auch immer, worum es bei dir gerade geht, ob es ums Singen geht oder einen anderen musikalischen oder auch nicht musikalischen Bereich. Wenn wir es noch nicht perfekt können, aber wir können es lernen. Vielleicht werden wir kein Einaudi oder kein Lang Lang oder was weiß ich, aber du kannst spielen lernen, so dass du dich drüber freust und dass sich auch andere drüber freuen. Und mit diesem Kind oder Jugendlichen in uns, was sagt, ja klar, kann ich, kein Problem, kriege ich hin. Ja, vielleicht werden unsere Fotos nicht so wunderbar, wie wenn diese Freundin sie gemacht hätte, aber wir werden Fotos haben und auch schöne Fotos von unserer Hochzeit. Und
sind froh darüber, ja, einfach Leute zu haben, die uns lieb haben und gern mit uns zusammen sind und ja, wollen eben keinen professionellen Fotografen engagieren, der dann da so unpersönlich rumrennt. Und das ist uns in dem Fall einfach wichtiger. Und oft ist es wirklich wichtiger, das Persönliche, das, was du bist, wer du bist, zu leben und zu geben. Und ist das schöner und wertvoller, als wenn es jemand macht, der es vielleicht besser kann als du, aber wo eben die Verbindung nicht so da ist. Also von daher, pack deinen Mut, deine kindliche Überzeugung, ich kann das, wieder aus und spiel. Ganz viel Spaß dabei. Ich bin Elo von Knorre, Musikerin und Musikcoach. Und sehr gern kannst du meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Musikertipps zu verpassen. Darfst sie auch gerne weitergeben, weiterempfehlen, dich zu meinen kostenlosen Webinaren und Videos anmelden und einfach schauen, was du mitnehmen kannst. Ich will dich begleiten auf dem Weg zu deiner eigenen Musik mit Freude und Leichtigkeit. Bis ganz bald, deine Elo.